Grüß dich, heute Pharisäer bereiten eine Falle für Jesu. Und da fallen diese berühmten Worte, dass wir dem Cäsar das geben sollen, was dem Cäsar gehört, und Gott das, was Gott gehört. Aber worin besteht eigentlich diese Falle? Diese Falle besteht, dass es keine richtige Antwort auf die gestellte Frage gibt. Alle Antworten können Probleme einer Person bereiten, in diesem Fall Jesu. Wenn Jesu antwortet auf die Frage, ob man die Steuer zahlen soll, positiv, sagt ja, dann könnte er irgendwie angezeigt werden, oh, du bist ein Kollaborant, also du kollaborierst mit den Roma, dem Besatzer von den Hebräern. Und wenn Jesus sagt nein, dann könnte er irgendwie angezeigt werden bei den römischen Behörden. Ja, der ruft uns an, auf die Steuer nicht zu zahlen. Und dann Jesus sagt diese berühmten Worte, die, was sollen die eigentlich bedeuten und warum finde ich sie von der Bedeutung? Ich denke, dass sie werfen unsere Sicht auf Geld. Geld kann uns nutzen, unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse von den anderen zu decken, aber gleichzeitig Geld kann uns von Gott fernhalten. Cäsar war kein gutes Symbol hier. Er war in dem Evangelium von heute ein Besatzer. Also, Geld kann diese zwei Bedeutungen haben, kann uns an Gott annähern, kann uns aber von dem fernhalten. Okay. Und inwiefern? Also ich denke, wenn wir unsere wirtschaftliche Ordnung zu sehr auf Geldlogik aufbauen, wo Geld eigentlich in allen Bereichen durchdringt und das, was mich irgendwie überrascht, auch in Bereichen der kirchlichen Lebens, wo eigentlich viele, die etwas die von Gott sprechen oder von etwas organisieren, das alles irgendwie wieder auf Bezahlung geht. Könnten wir uns nicht anders organisieren? Das ist die eine Frage. Und das wäre noch eine nicht so schlimme Sache. Viel schlimmer, was ich denke, dass wir die ganze wirtschaftliche Ordnung, die auch auf einen sozialen Einfluss hat, so aufgebaut haben, dass es eigentlich nur um die Multiplizierung des Geldes geht und wir vergessen, worüber eigentlich das Geld von Bedeutung war. Wir haben so viel Geld, dass eigentlich niemand unter Hunger und jeder Grundbedürfnisse decken könnte. Und es geht, dass manche haben sehr viel und manche sehr wenig. Wir leben, die Logik des Geldes hat übertrumpfiert das, was eigentlich für uns von Bedeutung, von größerer Bedeutung sein sollte. Also diese Basisbedürfnisse von uns und von den anderen und dieser Frieden unter uns. Und das, denke ich, ist von sehr, sehr großer Bedeutung. Etwas liegt ganz, ganz falsch, wo wir spirituelles Leben als Investition behandeln, dass wir Preise an die Umwelt setzen, dass wir irgendwie auch menschliches Leben bewerten. Etwas geht ganz, ganz schief. Und ich glaube, dass diese Worte von Jesus sollte man bedeuten. Benutzt du das Geld, dann soll Geld da bleiben, wo das ist. Aber diese sollte nicht über dein Leben triumphieren. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, aber trotzdem möchte ich mit dir es teilen. Danke.